Vor langer Zeit fragte Gott die Menschen, was sie denn gerne sein würden. Du sollst ein Europäer sein, sagte Gott zu manchen. Da fragten ihn bald die Engländer, Herr, was sollen wir sein? Und er antwortete ihnen, ihr möget Europäer sein, ihr sollt weiß sein. Als er bei uns in Äthiopien ankam, da fragte uns der Herr, wer seid ihr? Und dann sagte er, ihr seid Äthiopier, ihr habt meine Gestalt. Und so schuf uns der Herr nach seinem Bild als seine Verkörperung, als Äthiopier. Äthiopien kennt man als Land, das von Kriegen und Hungersnöten heimgesucht wird. Doch die Realität ist vielschichtiger. Äthiopien ist auf dem afrikanischen Kontinent nicht nur wegen seiner blühenden Städte und seiner vielen Völker, sondern besonders wegen seiner schönen Frauen berühmt. Hier in Addis Abeba, der Hauptstadt des Landes, wird dieses legendäre äthiopische Erbe zum Teil einer multinationalen Industrie, für die Schönheit allein Geschäft bedeutet. In dieser Welt wollen sich zwei junge Äthiopierinnen jetzt beweisen. Lina Khalifa und Natalina Pizzani führen die Modelagentur New Faces in Addis Abeba. Im Katalog der Firma sind mehr als 100 Models verzeichnet. Das Geschäft blüht, aber den großen Durchbruch haben sie noch nicht geschafft. Im Luxushotel Sheraton von Addis geben sie Unterricht, um den Berufsneulingen jene Lebensart nahezubringen, nach der sie sich so sehr sehnen. Ja.